Ja, das wäre eine Möglichkeit gewesen. Du kommst von der Seite da nicht hoch. Pong. Ball spielt Musik. Ja, Gesundheit, Worms, Clan Wars, weiter geht's. Facecam ist in dieser Folge aus, weil bei mir gibt's nebenbei Chili. Bin Feuer und Flamme für Nick. Wow. Mayo, ich hab gehört, du hast auch Spaß. Das ist, dass Mayo einen Camper da hat. Wow. Wo steht denn der 150er links? Was ist das denn? Oha. Gerd, dein 150er oben. Gerd. So, Gerd schafft mit drei Würmern. Habe ich gehört? Quasi, ja. Oh, oh, jetzt verbrenne ich mir einen Popo, oder? Nö. Schade. Oh, weia. Der Wind leider in die falsche Richtung. Ich würde sagen, der hing so ein bisschen in der Luft, hä? Ja, irgendwie. Ich glaube tatsächlich, es könnte fast reichen, oder? Nene. Ich glaube, es hätte sogar fast reichen können, wenn du einfach die... Ja, aber okay, ja, guck mal. Wenn du einfach die eine Granate neben das Fass gelegt hättest. Das hätte gereicht. Den das Fass macht. Ja, super. Ja, komm. Ja, da liegen ein paar, das ist gut. Ach schade, ich dachte, der kommt nochmal in die nächste da rein. Wieder nie aufgepasst. Ich muss näher ranzoomen. Ich hab so das Gefühl, Gerd wird sich jetzt den Weg frei bomben. Hey, noch. Aua. Das hast du doch kaum gespürt. Naja. Bumm. Ja, wenn du jetzt eine Holy hättest, die könnte was anrichten da unten. Oder eine Banane. Ja. Das reicht auch. Zumal mein eigener dazwischen gestanden hätte. Ja, das wäre dann nicht so schlimm, oder? Kollateralschaden meinst du? Ja. Natürlich, oh. Doch. Jetzt ist da unten aber richtig Krieg angesagt. Nein. Wow. Ich wollte das noch mal ein bisschen größer machen. Es hat Gerd sich da so schön den Weg frei gemacht und du machst es kaputt. Guck mal, noch so ein Loch auf der rechten Seite. Drei Kugellager rein und Gerd hat seinen eigenen Fidget Spinner. Oh, hat der ein Glück, ey. Aber weiter kommt er nicht. Er lässt jetzt einfach eine Granate da hoch. Aber muss er gut treffen, damit ihr auch da liegen bleibt. Ja. Wow. Das geht natürlich auch. Ja, ich würde da landen. Ist ein kleiner Wurm. Achso. Du erwischst deinen mit deinen sogar noch viel mehr. Hm.
War okay, 13 zu 30. Naja. Was so. Och nö. Naja, aber da unten bei Granatengerd würde ich mich eigentlich so wenig wie möglich aufhalten, ne, Gerd? Das verstehe ich jetzt gar nicht. Gerd? Ja. Aha, ich wollte gerade sagen, spricht er noch? Er ist konzentriert. Gerd, ich würde nochmal nach links springen. Was? So, natürlich auch. Komm mal zu uns bei. Alles klar. Komm mal bei mich bei, Schatzekind. Gerd, für diese Aktion werde ich dir diese Runde echt dankbar sein. Ich auch. Ach nö. Ne. Shit, war echt die Steigung zu krass. Ja. Ich hätte den mit dem Basie gehauen. Den wir noch nicht haben, aber mit dem hätte ich den auch nicht kriegen können auf der Steigung. Doch, wenn du ihn hochgeschlagen hättest, wäre er drüber geflogen. Nee, so hoch hätte ich nicht schlagen, da hätte ich eher über ihn drüber gehauen. Oh nein! Doch, alles gut. Warum macht denn der so einen Riesensprung, ey? Wow. Ich hab gehört, du musst da auf die Flasche schießen. Das gibt Bonus. Ja, da öffnet sich das Tor zum Glück. Ja, hab ich auch mal so gehört. Was macht der denn jetzt? Oh. Mittag mach ich. Ja, wenn das mal nicht geschenkt ist. Ja, schon. Ja, geil, weißt du? Er hätte auch unten das Loch reintreffen können, das wäre viel einfacher gewesen, aber nein. Stimmt, zu einfach. Genau, für Granatengerd. Ja, Nick, du musst noch ein bisschen weiter springen, glaube ich. Ja, glaubst du. Ja, das kann ganz hilfreich sein. Ja, noch ein Stück weiter springen. Und dabei noch springen. Oh, Geschenke. Ist denn schon Weihnachten? Ja. Au. Jetzt habe ich so ein Fettsack auf mir drauf. Aber okay. Genau mit sich, ey. Nee. Oh. Geh mal da runter von mir. Ist ein bisschen schwer. Das ist schon besser. Ich hab hier... Achso. Ich wollte schon sagen. Puh, da konnte er sich aber gerade noch so abfangen, ey. Mhm. Er könnte es so einfach haben, aber er ist lieber ein Arschloch. Ja, hallo? Du kannst doch nicht immer gewinnen. Boah, Alter! Hast du eine Sonne? Jo. Hm.
Da braucht dich aber nur jemand angucken und du bist da unten. Das weißt du, ne? Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass ich weiß, wer dich da jetzt anguckt. Ja. Wolltest du das Loch ein bisschen größer haben? Hm? Tut mir leid, Gerd, aber die war falsch frankiert. Gerd wollte sich nochmal den Durchmesser von der Granate angucken. Hey, kann ich schon... Nee, was... Ja, ja, mach ruhig, mach ruhig. Was Besseres kann ich tatsächlich momentan noch nicht machen. Bei Gerd klingelt. Ja. Ja! Wow. Hätte wow. Nicht gedacht, dass daran beide sterben, aber war okay. Hm. Der Benny weiß mittlerweile, wie es läuft. Wow, hat er einen Luck. Guck mal, wenn das so weitergeht, dann brauche ich mit dem Wurm da unten eigentlich gar nichts mehr machen. Ja. Ja, wir können auch noch 12 Minuten warten. So ist nicht. Nein! Ich habe gerade so auf den Blindgänger gehofft. Mayo auf Selbsteliminierungskurs. Ja, mal wieder. Guck mal, Gerd, da unten links. Aber warum wolltest du denn um jeden Preis nach rechts, wegen der Kiste? Ja, die ist jetzt weg, ne? Ach ne, die ist noch da. Ah, die holt sich der Nick. Die snackt sich der Nick dann gleich. Warte. Es regnet. Ui, 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 guck mal, Nick kann nicht schwimmen. Ui. Ja, war klar. Sag ich doch. Ja. Na, dann krieg ich jetzt noch ein Zuckerli. Ich will jetzt echt erzählen, der stirbt daran nicht. Nee, daran sterbe ich nicht. Ja. Ist ja klar. Jetzt spawnt da noch eine Kiste, Alter. Ja, das wird er bereuen. Also ich muss hier mal... Boah, der ist aber schwierig. Nein! Oh, das war ein bisschen zu wenig. Oh, naja. Ja, komm, das. What? Ah, okay. So funktioniert der Rinderblick. Alles klar. Ja. Muss man wissen. Das muss man wissen. Alles klar. Gut gemacht, Gerd. Verstanden. War klar. Viel Spaß damit.
Ist egal, der überlebt. Ja, das ist okay. Und noch eine Kiste gesnackt, ey. Nicht wahr? Ja, ich dachte, der cheatet. Echt mal, Mayo cheatet. Der hält sich auch wieder an den kleinsten Kanten fest, ey. Wow, ey, da hat der ernsthaft so ein Glück und hat so einen Camper da, oder was? Ja, komm noch ein Stückchen weiter nach rechts. Ja, hab ich so noch gesehen, ey. Ja, töte deinen eigenen. Kein Ding. Weißt du, so viele Möglichkeiten. Das ist der Hammer. Ist mir völlig egal. Wenn der 35er drauf geht, dann ist das so. Genau, was ich jetzt mache. Nicht das. Ja! Ja! Oh, ich hab die links zum Mayo hochgeworfen, zu dem, der neben der Kiste steht. So. Nick, ich fand das voll geil. Nick hat voll gesagt, die Cluster ist voll scheiße. Die ist ja auch kacke, die macht so viel Schaden jetzt mit der normalen Granate auch hinbekommen. Das ist doch nicht dein Ernst. Alter, ohne Scheiß. So viel Glück muss man erstmal haben. Wow. Yes, sir. Krass, Alter, krass. Okay, das war wirklich lucky. Also das war... Nein! Doch, dieses Mal tatsächlich, ja. Oh. Ja, ich wollte nur das Loch, ich wollte nur das Loch ein bisschen größer machen. Das war natürlich alles so geplant. Mal, geh mal da rechts, da gibt es ein bisschen Bonus. Du musst nicht alles exakt umsetzen, was Benny sagt, ne? Ach doch, ich finde das aber nicht so schlecht. Ich habe wieder nicht an diese fucking Mine gedacht. Was meinst du, warum ich gesagt habe, geh mal nach rechts? Ja, oben der Wurm ist jetzt auf jeden Fall gleich down, weil Nick hat nur noch den da oben. Ach so, okay. Jetzt gedacht, die... Die großen Augen, die Gerzwurm macht, nach dem Motto, wow. Ach nee, Nick hat noch den da unten. Okay. Das ist richtig, ja. Ja, aber erstmal Kiste snacken. Auch das ist richtig, ja. So. Ich muss jetzt mal eine Sache machen. Ja, weil das geht so nicht. Jo. Zwei Kisten waren es mir wert. Joa. Hab ich Verständnis für. Oh. Mit Pfeiltasten musst du steuern. Ja, hab ich dann auch festgestellt. Aber dann war's schon zu spät. Warte. Nach oben mit dem Ninja-Seil. Glaube, der da unten... Der muss da nicht mehr so lange bleiben. Ach, der Benny will mir eine Öffnung machen. Ja, das hat aber nicht so ganz funktioniert. Weil die ein bisschen anders gelandet ist, als ich dachte. Öde.
Ja, mit denen da unten, der... Bald muss er da rauskommen, weil er nichts anderes mehr zum Angreifen hat, im Zweifel. Ja. Ja, komm zu mir. Ne. Gerd sich, wie er sich rantastet. Wop, 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 wop. Ihr habt gesessen. Ja. Er ist weg. Ja. Nimmt wieder die halbe Insel mit? Ja, klar. So, jetzt muss der da unten raus. Die Frage ist, warum stehen seit gefühlt 10 Runden die beiden von Benny aufeinander Mahlzeit. Und haben ein bisschen Schaden bekommen? Mahlzeit, das war das Wohlfühlbäuerchen, ne? Ja. Ich wollte auch mal. Nee, da komme ich niemals hoch. Benny, wer sagt denn, dass ich da raus muss? Ja. Was willst du jetzt sonst machen? Es hat ein Des, wird das sagen. Ich kann momentan auch nichts machen mit dem da oben. Ich kann warten, bis ihr euch gegenseitig umbringt. Ja, aber das ist ja ein bisschen langweilig. Okay, die war zu weit. Aber schlecht war sie nicht. War der Orientierungswurf, ja? Alter, ey, die Kiste ist gespawnt und direkt ins Wasser gefallen, ernsthaft? Ja. Benny ist heute auch auf Selbstmordkommandokurs, ne? Oh! Das ist viel zu weit. Jo. Wir vergrößern nur eben noch schnell das Loch. Ja, ja. Ich war Gerd da besser reinkriegen, sagst du? Öde. Wir fahren nach Lotsch. Okay. Entweder rottet Nick aus oder Benny. Aber Nick wäre die sicherere Treffvariante. Der würde mir nicht ansatzweise genug Schaden machen, egal wie er wirft. Gerd? Ja. Er wollte nur das Loch größer machen. Mhm. Nee, Gerd hat meinen Grabstein umgesetzt. Das finde ich aber nett. Das nenne ich Grabpflege. Nette Überraschung. Und jetzt hüpf. Liegt da unten links hüpft noch ein Item. Ja. Habe ich gesehen, 100 pro. Ich hab da am Anfang gestanden. Joa, was mache ich denn hier? Da unten ist noch eine Kiste, Nick. Nee. Ich warte hier unten. Hachen der Dinge, die da kommen. Die sind alle jetzt zu warten, ey. Ja, was soll ich mit dem machen, ne? Öde. Schon ein dicker, fetter Wurm. Boah. Nein! Boah. Doch. Oh, da liegst du aber gut. Oh, er macht mal was. Ja... Ich muss mal was machen. Das ist eine gute Idee. Ja, ich weiß, aber was bleibt mir denn?
Musst du ja mal so sehen, was bleibt mir denn? Och nö. Och doch. Ist nicht wahr. Wow. Ja, jetzt. Münze haut ab. Nee, du snackst mich nicht. Ja, ohne Witz. So. Ja, das ist dann mein Ende. Das weiß ich jetzt schon. Ja, Moment. Schrei es nicht zu früh. Er muss ja erstmal treffen. Ich wollte gerade sagen, er musste erstmal treffen. Dann sind wir hier jenseits von eben. So viel zu dem Thema. Tja. Er wollte das schon auf falsche Zeit eingestellt. Im Ernst? Er hätte auch eigentlich einfach da liegen bleiben sollen und dann hätte er runterfallen sollen. Aber dabei habe ich leider ein bisschen zu weit geworfen. Wobei ich da eigentlich relativ safe stehe. Ja. Das stimmt. Wenn ich nein. Meinst du nicht, die hatte ein bisschen Vielsprung? Ich hätte ja mit der Bazooka einfach unter Mayo draufgehalten. Ja, das wäre eine Möglichkeit gewesen. Ach, du kommst von der Seite da nicht hoch. Punkt. Mayo spielt Musik. Na! Ja, aber cool, zumindest. Jetzt habe ich freie Bahn zu dir. Das ist unglaublich, ne? Dieses. Fuck off. Das ist doch scheiße, ohne Witz. Och nö. Och Gerd. Nicht. Nee. Nee, aber trotzdem. Ja. Hätte das sein müssen? Ja, aber Gerd hat jetzt ein Problem. Ja. Egal. Mein Gott. Ja, ja, aber trotzdem. Ich zieh das nicht so ernst. Ja, aber trotzdem. Hätte auch anders ausgehen können. So, Mayo, bevor du die Hoffnung machst. Ja, war klar, dass das shoppen geht, der Hund. Gut, dass ich den Münzen hinterhergerannt bin, ha? Wow. Ach, ich dachte, er nutzt ernsthaft die Heilige. Ja. Alter. Ja. Alter. Ja! Ja, verdammt! Ja! Okay. Ja, der Winkel ist besser, das stimmt. Jetzt einfach geradeaus. Ach so. Oh. Boah. Wow. Nice try. Ja. Mayo, spring mal! Boah, ich hoffe einfach. Einfach mal Shift drücken und dann ein bisschen nach links. Boah, Alter! Alter! Aber ich cheate, ja? Frag mich nur, was er vorhat. Ich weiß, was er vorhat. Nicht.
Okay, das hätte ich nicht gedacht. Doch. Ja, aber er tötet sich jetzt selber dabei. Oh! Alter, was? Und wie die denn? Alter! Oh. Aber warum ist denn den Selbstmord? Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Ich wollte eigentlich mit dem Basie. Ich hatte aber keinen Basie mehr. Und alles andere hätte nicht. Warum hast du mit Bananen nicht hingelegt und bist abgehauen? Ja, ich glaube, er konnte nicht abhauen, kann das sein? Das wäre mir zu. War mir zu tricky. Ist völlig. Wow. Ich wollte einfach nur mal gucken, aber wie geil, Alter. Wie hoch wir geflogen sind, ne? Ja. Ja, das stimmt wohl. Ja. Jetzt liegt's an euch, Nick, die Kerze auszupusten. Ja, aber mit 104 AP, die der noch hat. Das heißt leider im Zweifel nichts. Ich mach könnte jetzt reichen. 2 Sekunden, oder ja. Wenn die ordentlich landet. Nein! Ja, die landet gut. Ah. Danke, Benny. Damit geht Gerd auch. Brauchte nichts machen. Wow. Nice try. Ja, wir tasten uns langsam daran, Nick endgültig zu vernichten. Wir probieren es in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.